Oh. Auch lange. Oh, ja. Hallo und willkommen zum neuen Video von WWRC. Letzte Woche hatte ich euch die Soundcore Q10 von Anker euch vorgestellt. Sie laufen ja auf Bluetooth und auf Klinkenstecker. Da ich diese aber auch natürlich auf meinem PC hören möchte, habe ich mir die USB-Dongle, also in dem Bluetooth-Dongle von Logilink bestellt. Ich werde ihn jetzt mal testen auf meinem Laptop und sehen, ob diese beiden sich mit kommunizieren, damit ich dann anschließend den Sound auch über meinen PC anhören kann. Bis gleich. Also erstmal zu den Specs. Das ist auf jeden Fall Logilink BT0015 mit Nano USB und Bluetooth 4. Er hat einen Frequenzbereich von 2402 bis 2480 GHz, hat eine Datenübertragung von 3 MB pro Sekunde, die maximale Reichweite laut hier ist der Abschrift ist es 100 Meter, unterstützt aptX Stereo Audio Übertragung. Der USB ist auf USB 2.0 und kompatibel zu 1.1, leider nicht USB 3. Und die Verbindung zu dem Datenübertragung ist weniger als 5 Millisekunden. Dieser Dongle kann auch mehr Geräte gleichzeitig verbinden. So, nun werden wir mal das Gerät uns mal anschauen und auspacken. Wir sehen hier die Verpackung. Wie gesagt, hier ist nochmal Logilink BT00015 Nano USB Anschluss. Kommt in so eine kleine, wie gesagt, eine kleine Verpackung. Machen wir es mal auf. Machen wir es mal raus. Und sehen, dass das nur alles hier ist, was wir drin haben. Den kleinen USB-Dongle. Dongle, je nachdem, wie man das nennt. Und eine Anleitung. Also USB, eine CD natürlich. Wo der Treiber anscheinend wohl drauf scheinen soll. Wie gesagt, das ist eine Nano Dongle und wir werden jetzt dieses Gerät mal mit meinem, wie gesagt, mit dem Laptop mal verbinden, um anschließend diese Kopfhörer mal zu verbinden und mal anzuhören, ob das auch wirklich funktioniert. Bis gleich. Eine Stunde später. So, ich habe jetzt den Laptop aufgebaut und wir werden jetzt den Dongle, wie gesagt, installieren. Ich bitte euch um Entschuldigung, dass mein Laptop eventuell so langsam ist. Er ist ziemlich älter und er braucht eine Zeit lang, bis er so gesagt hochgefahren ist, so geschweige denn einsatzbereit ist. Deswegen habe ich schon vorgearbeitet. Wir werden jetzt, wie gesagt, diesen Dongle in einem freien Steckplatz einstecken, also einen USB-Steckplatz. Ob der jetzt, wie gesagt, hier erkannt wird, müssen wir jetzt mal schauen, bei Windows 10 ist es meistens automatisch hier erkannt wird. Ob wir die CD brauchen, müssen wir mal schauen. Ich stecke den jetzt, wie gesagt, hier rein. Und ich sehe hier zwar Bluetooth-Gerät, jetzt weiß ich natürlich nicht, nee, vom Laptop ist das auf jeden Fall nicht. Das müsste dann schon unser Gerät hier sein. Wenn es aber der Fall sein sollte, dass ihr Probleme haben solltet mit dem Installieren in Windows 10, habe ich euch unten in den Kommentar den Treiber-Link eingefügt. Das heißt, der Treiber, wenn ihr also auch mal Geräte habt, wo keinen CD-Lauf mehr habt, wie ich an meinem Computer auch habe, dann kann man diesen Treiber, den ich euch wie gesagt im Kommentar reingetan habe, benutzen. Ihr könnt ihn dort runterladen und installieren und dann funktioniert einwandfrei. Wir werden jetzt mal hier schauen, ob das mit dem Laptop hier die Geräte einfügen, gehen dann auf, machen jetzt zum Beispiel das Bluetooth-Gerät hier an, also das heißt, wir machen bei uns den
den Kopfhörer an. Ja, der ist jetzt da, er versucht jetzt eine Verbindung zu aufzubauen. Wir gehen jetzt hier zu den Gerät hinzufügen. Ich sehe gerade, das ist natürlich nicht das, was wir eigentlich haben wollten. Smeesman Bart brauchen wir nicht, Soundcore Live. Entweder geht meine Anzeige nicht oder ich habe Bluetooth über mein Gerät gemacht. Das ist natürlich nicht das, was ich eigentlich wollte. Ich denke mal, ja, wir machen das jetzt erstmal, klicken wir erstmal an, um das zu gucken, ob der das Soundcore verlebt. Diese Variation, wie es hier aussieht, sieht jetzt bei dem Dougal eigentlich nicht so aus. Von dem Treiber, den ich runtergeladen habe, sieht das ein bisschen anders aus. Aber es wird genauso handgehabt. Das heißt, wir werden oben ein Gerät zufügen. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob dieser Logilink dort angegeben ist oder von meinem PC, Laptop, obwohl ich, wie gesagt, die LED vom Laptop gar nicht sehe. Ich habe anscheinend das auch ausgeschaltet. Vielleicht ist aber auch die Lampe mittlerweile schon defekt. Keine Ahnung. Wie gesagt, das ist die gleiche Aufbau des Dings. Es ist jetzt, wie gesagt, noch am Verbinden. Er sagt jetzt hier, verbunden ist er. Und jetzt warten wir ab, bis er noch der Werte gerichtet ist. Das heißt, wir haben jetzt diesen Bluetooth hier verbunden. Er ist jetzt auch ist auch nicht mehr am Blinken, wie gesagt, wie vorher. Da war ja am Blinken sonst. Jetzt blinkt er nicht mehr, der Kopfhörer. Und jetzt werden wir mal gucken, ob wir den Kopfhörer, wie gesagt, Sound hören. Dann gehen wir mal kurz in den Browser mal rein, zum Beispiel. Weil ich habe jetzt hier keine Musik drauf. Gehen wir mal bei YouTube. Da ist er. Also, gehen wir mal auf YouTube. Dann werden wir mal gucken. Auch lange. Oh, ja. So. Ich gebe jetzt mal oben hier einfach mal Musik rein. Nehmen jetzt das Erstbeste, spielt jetzt keine Rolle. Dann werden wir mal gucken. Also, wie man hört, die Verbindung ist da. Ja, also immer ein bisschen leiser. Die Verbindung ist auf jeden Fall da. Und ihr könnt jetzt auch, wie gesagt, mit Bluetooth viele Geräte auch zusammen verbinden. Das heißt, diesen Stick geht auch mit Handys, könnt ihr zum Beispiel verbinden. Und ja, mehr ist eigentlich dann nicht darüber zu sagen. Und dieser Google ist, wie gesagt, der ist sehr günstig bei Amazon. Ich gebe euch in den Kommentaren auch rein, wo man den kaufen kann. Sehr günstig. Der war so sehr, sehr, sehr günstig. Ich hatte gedacht, das würde nichts gehen, aber er funktioniert einwandfrei. Ich sehe damit keine Probleme. Ich habe also auch Videos und Filme damit schon mal vorgetestet. Natürlich, ist klar. Und ich muss sagen, es funktioniert. Ich wäre froh, wenn ihr uns oder mir, egal, einen Kommentar hinterlässt oder auch ein Like oder auch ein Abo, und damit wir für nächstes Mal uns wiedersehen können. Bis dann. Ciao.